Aus aktuellem Anlass ändern wir unser Programm, denn in Niedersachsen gibt es eine Regierungskrise. Stefan Weil, der Ministerpräsident von der SPD, verliert seine hauchdünne Mehrheit im Landtag von Hannover, weil eine Abgeordnete der Grünen zur CDU übergelaufen ist. Wir schalten jetzt nach Hannover zur Pressekonferenz der CDU, des CDU-Chefs Bernd Altusmann. Und daraus leiten sich verschiedene Schlussfolgerungen ab. Mit dem Schritt, den Frau Twesten jetzt gegangen ist, endet offenbar ein langfristiger politischer Prozess, der sich an verschiedenen Stellen abzeichnet und abgezeichnet hat. Dieser Vorgang ist im Übrigen in einer Demokratie überhaupt nicht ungewöhnlich. 2009 trat die damalige Abgeordnete Swantje Hartmann aus der SPD sowie der SPD-Landtagsfraktion aus und wurde Mitglied der CDU und der CDU-Landtagsfraktion. Auch Frau Hartmann hat bei der CDU Niedersachsen eine neue politische Heimat gefunden. Frau Twesten gilt in ihrer politischen und parlamentarischen Arbeit als sehr sachorientiert und als Realpolitikerin. Und als Landesvorsitzender werde ich sie natürlich gerne in unsere Reihen aufnehmen. Es gab nach meiner Einschätzung sehr erkennbare Vorboten zu diesem Scheitern der amtierenden Landesregierung unter Ministerpräsident Weil. Sie hat sich insbesondere in den letzten Monaten eher aus meiner Sicht durch mutloses und kraftloses Agieren oder aber auch Nichthandeln ausgezeichnet. Ich nenne nur die fehlende Kontrolle im Aufsichtsrat von VW. Ich nenne die Vergabeaffäre im Wirtschaftsministerium und der niedersächsischen Staatskanzlei. Ich nenne die Schulpolitik und auch die große Frage der Inklusion an unseren Schulen. Ich nenne die Unterrichtsversorgung, aber auch zahlreiche Infrastrukturprojekte in Niedersachsen stocken. Auch bei der inneren Sicherheit sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen immer noch nicht nach über einem Jahr der Beratung, Stichwort SOG, nicht auf den Weg gebracht worden. Auch der Umgang mit der Asylgesetzgebung des Bundes lässt aus unserer Sicht zahlreiche Fragen nach dem Handeln der amtierenden Landesregierung offen. Das alles mag am Ende dazu geführt haben, dass sich das Klima in der rot-grünen Landesregierung immer weiter verschlechtert hat. Auch hier als Beispiel die unterschiedlichen Einlassungen des Umweltministers und des amtierenden Ministerpräsidenten zum sogenannten Dieselgipfel. Letztendlich glaube ich sagen zu können, dass die amtierende Landesregierung unter Ministerpräsident Weil offensichtlich am Ende an sich selbst gescheitert ist. Mir als Landesvorsitzenden der CDU in Niedersachsen ist bewusst, dass wir jetzt als CDU in Niedersachsen umso mehr große Verantwortung, staatspolitische Verantwortung tragen, auch übernehmen müssen. Ich habe persönlich immer betont, auch die CDU-Fraktion in der Vergangenheit, dass wir jederzeit fähig, willens sind, die Landesregierung, die Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Das gilt natürlich auch in dieser Situation. Niedersachsen braucht auch in den nächsten Tagen, die sicherlich etwas turbulent sein werden, Stabilität. Und wir brauchen am Ende ein klares Votum, wie es in Niedersachsen weitergehen soll. Ich sage aber ebenso deutlich, dass der amtierende Ministerpräsident jetzt gefordert ist, aus dieser Lage Rückschlüsse, gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. Die CDU Niedersachsen wird gemeinsam mit der CDU-Landtagsfraktion in den kommenden Tagen, heute beginnend, Abstimmung mit dem Landtagspräsidenten und der Landtagsverwaltung, die Sachlage im Detail für uns erörtern. Wir werden alles daran setzen, unser Niedersachsen schnellstmöglich wieder in ruhiges Fahrwasser zurückzuführen. Abschließend ist mir noch eine Botschaft wichtig. Zur staatspolitischen Verantwortung auch der CDU Niedersachsen gehört aus meiner Sicht, dass wir jetzt dringend notwendige Maßnahmen fürs Land durch den Niedersächsischen Landtag bringen und diese anstehenden notwendigen Gesetze beispielsweise auch beschließen. So nenne ich an dieser Stelle, dass jetzt auch die Folgen des Hochwassers zwingend mit Blick auf die Flutopfer, aber auch die kommunale Ebene gelindert werden müssen und hier nicht sich die Frage stellt, ob beispielsweise diese Hilfen des Landes nicht kommen, sondern sie werden kommen. Und die Flutopfer sollen nicht unter dem Scheitern der rot-grünen Landesregierung leiden müssen. Das als eine erste Einschätzung zur heutigen Lage.
Und ich würde mich freuen, wenn mein neuer Pressesprecher, den ich Ihnen heute gleich mal vorstellen kann, viele von Ihnen kennen ihn, Gerd Hane, er wird Ihre Wortmeldung aufnehmen und dann stelle ich mich gerne Ihren Fragen. Dankeschön. Also ich meine, stehen Sie bereit für den Fall, dass es ein Misstrauensvotum gibt, ein neuer Ministerpräsident gewählt wird, aus der Mitte, aus dem Landtag, zusammen vom Landtag? Die Frage stellt sich derzeit gar nicht, eines Misstrauensvotums. Dass ich den Willen habe, Regierungschef in Niedersachsen zu werden, das wird mir jeder ernsthafte Beobachter abnehmen. Aber über diese verfahrenstechnischen Fragen, welche verfassungsrechtlichen Instrumente sowohl die Geschäftsordnung des Landtages als auch die niedersächsische Landesverfassung hergeben, wird zunächst einmal zu beraten sein, in aller Ruhe, in aller Gelassenheit, in aller Verantwortung fürs Land. Mir geht es wirklich darum, die Botschaft zu senden, wir brauchen jetzt Ruhe und Besonnenheit, um Niedersachsen auf Kurs zu halten. Der Kollege vom Bund. Was wäre denn aber die von Ihnen präferierte Variante, also Misstrauensvotum, schnelle Wahl, Ausharren bis zum Januar, was persönlich fänden Sie denn am besten? Ich stelle mir die Situation für eine Landesregierung, die über keine Mehrheit mehr im Parlament verfügt, ausgesprochen schwierig vor, in den kommenden 5 Monaten bis zur Landtagswahl am 14. Januar aktiv das Land nach vorne zu bringen. Darum geht es ja in erster Linie. Es hat nichts mit Parteien zu tun, sondern es geht am Ende um das Wohl des Landes Niedersachsen. Insofern lassen Sie uns bitte in aller gebotenen Sachlichkeit, Fairness und Ruhe, auch innerhalb der CDU-Landtagsfraktion, die kommenden Stunden und die kommenden Tage dazu nutzen, aus unserer Sicht die Konsequenzen daraus ziehen. Es liegen mehrere Varianten theoretisch denkbar auf dem Tisch. Aber ich werde mich derzeit auf keine dieser Varianten festlegen, denn der Ball für verschiedene Instrumentarien der niedersächsischen Verfassung, die gegeben sind, liegt jetzt im Feld der niedersächsischen Landesregierung. Sie hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Ist Ihre Partei denn bereit, neben der Flutopferhilfe auch andere Gesetzesvorhaben der amtierenden Landesregierung zu unterstützen, die gerade auf Eis liegen? Ich finde es höchst bedenklich, dass für die letzten 5 Monate noch meines Wissens rund 47 Gesetzentwürfe im Rohr des Niedersächsischen Landtages lagern, darunter auch hochbedeutsame, wie zum Beispiel das Gesetz für Sicherheit und Ordnung. Wir haben dazu einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der sehr weitreichende Befugnisse damit auch für die Polizei und die Kriminalitätsbekämpfung bis hin zum politischen Extremismus umfasst. Das wäre sicherlich ein Projekt, bei dem wir mit Nachdruck darauf drängen, dass dieses auch umgesetzt wird. Vielen Dank. Eine weitere? Herr Altusmann, wie lauten eigentlich Ihre Bedingungen für eine möglichst schnelle Neuwahl? Sie haben ja sicherlich auch Vorstellungen, wenn man zu diesem Mittel greifen sollte. Und zweitens, gab oder gibt es Angebote für die Überläufer, eine besondere Funktion bei der CDU jetzt wahrzunehmen? Ich stelle gar keine Bedingungen. Das ist überhaupt nicht die Zeit, Bedingungen zu stellen, sondern die niedersächsische Landesregierung hat keine Mehrheit im Parlament. Und von meiner Seite gab es keinerlei, aber auch nicht 0,0 und weniger als 0,0 an irgendwelchen Zusagen. Es ist eine ganz eigene Entscheidung der Abgeordneten Twesten gewesen. Sie hat mir dies auch persönlich erörtert. Sie hat letztendlich deutlich gemacht, dass es ein lange absehbaren Zeitraum der Entfremdung von Ihrer eigenen Partei gab. Eine weitere? Wann haben Sie miteinander geredet und was haben Sie ihr angeboten? Ich habe letzte Woche Freitag mit der Abgeordneten Twesten auf ihren Wunsch, und ich finde, das ist ein völlig normaler Vorgang, dass eine Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages, wenn sie den Landesvorsitzenden der CDU sprechen möchte, in einer persönlichen Angelegenheit gesprochen. Wir haben etwas intensiver über ihre Beweggründe und über ihren Entscheidungsprozess gesprochen, auch über denkbare Möglichkeiten eines Engagements innerhalb unserer Partei. Also insofern war das ein sehr offenes, sehr gelassenes, sehr ruhiges Gespräch und Angebote hat es keine gegeben. Ist das für Sie ein Triumph? Nein. Ich glaube, wir sind in einer für eine Demokratie schwierigen Situation, wenn Mehrheiten im Parlament nicht mehr gegeben sind und damit quasi Handlungsunfähigkeit einer Landesregierung offensichtlich wird. Aber ich will deutlich sagen,
Es gibt zahlreiche Beispiele, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass ich klar erkennen könnte, wohin die amtierende Landesregierung denn will. Beispiel VW. Ich halte es für wenig akzeptabel, sich allein hinter dem Aktiengesetz zu verschanzen. Und ich erwarte schließlich von einer Landesregierung, die 20% Anteil bei VW hält, dass sie auch deutlich macht, am Aufklärungsprozess des sogenannten Dieselskandals auch aktiv mitzuwirken und das auch der Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Mit einer Strategie, ich weiß nichts, ich höre nichts, ich sehe nichts, kommt eine Landesregierung in der Regel nicht sehr viel weiter. Und das mag jetzt auch ein Sinnbild dafür sein, wo wir inzwischen in Niedersachsen angelangt sind. Ganz eine Frage hier vorne, denn die haben ja nicht. Werden Sie jetzt den engen Schulterschluss mit der FDP suchen und vor allen Dingen gemeinsam auch das weitere Vorgehen beraten? Ich habe heute Morgen den Landesvorsitzenden der FDP kontaktiert, telefonisch. Wir haben gegenseitig uns darüber verständigt, wie wir die Lage bewerten. Aber es liegt letztendlich in der Hand der FDP. Sie ist eine eigenständige Partei, zu ganz anderen Einschätzungen zu kommen als die CDU. Ich warne jetzt vor überhasteten Verhalten. Es gilt wirklich, Ruhe zu bewahren und in dieser Situation die staatspolitische Verantwortung in den Vordergrund zu stellen. Vielen Dank, die Kollegin, die ich nicht mehr gesehen habe. Herr Heckermann von der Neuen Presse. Wenn Sie sich in der vergangenen Woche mit der Dame gesprochen haben, hat sie Ihnen da schon konkret mitgeteilt, dass sie zurücktreten wird? Und wenn ja, haben Sie die eine Woche dazwischen genutzt, schon mal die verfassungsrechtlichen Schritte abzuklopfen? Man hatte, also wenn Sie es seit einer Woche wissen, kann man ja schon mal was prüfen. Sie hat in der vergangenen Woche ein Gespräch mit mir geführt, aus dem ich herausgegangen bin und mir nicht hundertprozentig im Klaren darüber war, wohin es denn wirklich gehen wird. Ich glaube, es war ein erstes Kennenlernen. Ich kenne die Frau Abgeordnete Twesten zwar noch aus meiner eigenen parlamentarischen Zeit, aber zugegeben nur eher oberflächlich, aus dem ganz normalen politischen Alltag eines Landtages. Ansonsten kenne ich die Abgeordnete nicht. Es ging ihr zunächst einmal, glaube ich, auch deutlich um ein Signal und zu erläutern, warum sie mit dieser Entscheidung, die offensichtlich in den letzten Tagen dann auch finalisiert wurde, bei ihr persönlich, was ihre eigenen Beweggründe sind. Und ich glaube, ich sagte eingangs, diese Entscheidung ist ihr nicht leicht gefallen. Diesen Eindruck hatte ich in diesem Gespräch auch. Bitte. Zwei Fragen. Zum einen, wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn das nicht passiert wäre und wir ganz normal einen Wahltermin am 14. gehabt hätten? Und die andere Frage, werden Sie auch Kontakt zur SPD? Also redet man dann mit Herrn Weil darüber, welche Schritte kommen könnten, also Auflösung des Parlaments oder... Also wird es da Kontakte geben? Wie sieht das aus? Also zur ersten Frage, lieber oder nicht, dazu kann ich nur sagen, erstens, die Frage stellt sich aus meiner Sicht überhaupt nicht, die Frage, ob man etwas lieber mag oder nicht. Ich bin Realpolitiker und erfahren genug im politischen Alltag, als dass es tagtäglich neue Situationen geben muss, auf die man sich einstellen muss. Von der SPD habe ich bisher noch keinerlei Informationen erhalten, wie man gedenkt, mit dieser Frage umzugehen. In einem üblichen demokratischen Rechtsstaat ist es so, dass irgendwann die Landesvorsitzenden, die in diesem Land Verantwortung tragen, auch miteinander Kontakt aufnehmen. In dem Fall gehe ich aber davon aus, dass der Ministerpräsident selber die Initiative ergreifen wird. Keine weiteren Fragen? Keine weiteren Fragen. Oh. Ja, wenn das so ist, dann wünschen wir Ihnen eine gefechte Berichterstattung. Doch, ja, bitte. Eine Nachfrage. Sie sagten eben, Sie waren sich nicht zu 100% sicher, wie das am Ende ausgehen würde. Das klingt für mich aber nicht so, als hätte da nicht zumindest durchgeschieden, dass sie ihre Fraktion verlassen will. Das ja, sie hat es angedeutet, dass sie vor einer schwerwiegenden Entscheidung steht. Aber sie hat in keiner Weise sich aus meiner Erinnerung zu diesem Gespräch endgültig festgelegt. Sie bat auch noch mal Bedenkzeit in allen ihren Dingen. Ich selber habe auch ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass es ihre ganz persönliche eigene Entscheidung ist, dieser Antrieb, dieses zu tun. Und ich habe mich versucht, selber in ihre Lage zu versetzen. Was würde das bedeuten, wenn man selber in einer solchen Situation wäre? Ich stelle mir das wahrlich nicht einfach vor. Man wird mit Freunden, mit Partnern, mit der Familie gegebenenfalls über einen solchen schwerwiegenden Schritt zu sprechen haben. Da man dann zunächst einmal auch im Fokus der Öffentlichkeit mit einer solchen Entscheidung steht, ist das nicht einfach gewesen. Und insofern glaube ich, dass diese Entscheidung bei ihr gereift ist. Über offensichtlich einen Zeitraum in den letzten Jahren, das kann ich aber nicht 100% beurteilen, weil
ich dem Parlament gar nicht angehörte. Aber sie hat es mir so dargestellt, dass es eben keine Ad-hoc-Entscheidung ist, sondern eine sehr wohl überlegte, langfristig überlegte Entscheidung. Gibt es noch eine Frage nach Ende der PK? Ja, bitte. Hier vorne. Wenn es schon so Übertritte gibt von Grün zu Schwarz, wie sind denn die, die Schnittmengen zwischen Grün und Schwarz aus Ihrer Sicht im Land Niedersachsen? Also ich stehe hier als Spitzenkandidat der CDU und als Landesvorsitzender der CDU, der ausschließlich für die CDU steht. Über politische Schnittmengen wird immer erst meistens dann im Rahmen von denkbaren Verhandlungen mit allen demokratischen Parteien zu sprechen sein. Insofern möchte ich mich jetzt nicht auf Politikfelder begeben, wo wir jetzt Schnittmengen haben, sondern letztendlich Ihnen die Botschaft sagen, die CDU in Niedersachsen, deren Vorsitzender ich sein darf, hat klare politische Vorstellungen, die offensichtlich auch von Frau Twesten geteilt werden, in Teilen. In einer CDU sind wir sind eine große Volkspartei, von der CDA bis hin zum Wirtschaftsrat und Mittelstandsvereinigung. Da haben wir zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, Frau Twesten, so wie ich das Gespräch mit ihr eingeschätzt habe, wird sich innerhalb der CDU sehr schnell zurechtfinden und wir werden sie aufnehmen. Wir werden sie sehr vernünftig behandeln innerhalb der CDU-Landtagsfraktion. Davon ist auszugehen und sie wird damit auch Mitglied der CDU Niedersachsen. Das werden im Moment immer mehr. Also insofern ist die Lage nicht völlig untypisch. Eine weitere Frage noch hier vorne. Ja. Wäre es nicht der sauberste Weg, das Mandat zurückzugeben? Auch dazu kann ich Ihnen natürlich als Landesvorsitzender der CDU nichts sagen, denn das ist eine ganz eigene Entscheidung von Frau Twesten gewesen. Sie werden sich sicherlich erinnern, ich sagte, einerseits kennen wir den Fall von Frau Swantje Hartmann, die zur CDU hier in Niedersachsen übergetreten ist. Wir haben ja auch schon einen bekannten, bundespolitisch bekannten Grünen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er erst von den Grünen zur SPD gewechselt und dann zur CDU. Oswald Metzger, der ehemalige finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen. Also insofern, das ist jetzt kein Vorgang, der völlig ungewöhnlich wäre. Es gab auch SPD-Abgeordnete, die zur CDU gewechselt sind. Also insofern, auch im Bundestag und in anderen Bundesländern, Ruhe bewahren und die Lage sehr sachlich, nüchtern klären. Und dann werden wir als Fraktion im Landtag die entsprechenden Schritte einleiten. Und noch eine. Ja, eine kurze Nachfrage zum Kollegen. Sie sagten ja gerade, das kommt schon öfter vor, aber diesmal hat es ja auch wirklich eine große Tragweite. Haben Sie ihr da das nicht empfohlen, vielleicht das Mandat erstmal zurückzugeben? Ich habe einer Abgeordneten keine Empfehlung zu geben als Nicht-Abgeordneter und nur Landesvorsitzender einer Partei. Sie hat sich dazu entschieden, es so zu handhaben. Sie ist, so wie ich es sehe, leidenschaftliche Abgeordnete. Sie ist leidenschaftlich auch verwurzelt in ihrer Region Elbe-Weser. So hatte sie mir es auch dargestellt. Sie ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr politischer Mensch. Von daher wird sie sich sehr schnell im politischen Umfeld auch ihrer neuen Heimat, der CDU, zurechtfinden. Ja, letzte Chance. Keine. Ich danke Ihnen.